Habemus Papam, wir haben einen neuen Papst. Herzlichen Glückwunsch, heiliger Vater. Ob der neue Papst überhaupt weiß, was in seinem neuen Job nun so alles auf ihn zukommt? Wie gut, dass es katholisch für Anfänger gibt. Das ist der Papst. Ja, irgendwie ist der Papst auch eine Art König. Ein kleiner allerdings. Mit einem Mini-Reich. Gerade mal so groß wie die Oktoberfestwiese. Und nicht mal 600 Untertanen. Ein Staatschef zwar wie der amerikanische Präsident, aber eben keine besonders große Nummer. Ganz anders als Chef unserer Kirche. 1,2 Milliarden Katholiken hören auf sein Kommando. Überall auf der Welt. Doch nicht allein das macht den Papst so wichtig. Für uns ist er Christi Stellvertreter auf Erden. Er verbindet uns direkt mit ihm. Denn der Vorgänger des Vorgängers, 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 seines Vorgängers ist der Apostel Petrus, dem Jesus als allererstem die Leitung der Kirche anvertraut hat. Du bist der Fels, auf dem ich meine Kirche baue, sagt Jesus. Du kriegst den Schlüssel zum Himmelreich. Seitdem hat der Papst in der katholischen Kirche das letzte Wort. Alles allein macht er deswegen aber nicht. So wie Petrus seine Mitstreiter hatte, so hat auch der Papst Unterstützung. Seine wichtigsten Berater? Das Kollegium der Kardinäle. Stirbt ein Papst oder tritt er zurück, sind sie es, die einen neuen wählen. Meist einen aus ihrer Mitte. Mehr als 250 Mal ist das im Laufe der Geschichte passiert. Kein Wunder, dass so ganz unterschiedliche Männer als Papst amtierten. Da gibt es mutige Erneuerer und ziemlich schlaue Köpfe. Skrupellose Powerpäpste. Und richtig fromme Oberhirten. Viele von ihnen haben die Welt wirklich verändert. Ganz schön anstrengend, Gott zu vertreten und den Laden zusammenzuhalten. Dauernd sind irgendwo Bischöfe zu ernennen, Konflikte zu verhindern, Missstände anzuprangern. Auch in der Kirche. Schwierige Glaubensfragen sind zu entscheiden. Und vor allem natürlich, der ganzen Welt immer wieder und überall die frohe Botschaft zu verkünden. Das übrigens macht auch der Papst inzwischen ziemlich cool. Yo. Und? Alles klar? Yo. Dann guten Start und Gottes Segen.